Hallo und herzlich willkommen im neuen Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zur heutigen User-Frage, die mich erreicht hat. Kann ich, wenn ich ein Balkonkraftwerk habe, das Balkonkraftwerk an eine Phase anschließen und an einer anderen Phase verbrauchen oder bekomme ich da Probleme? Kurz zur Info, in Deutschland ist das so, da werden Wechselstrom in drei Phasen in die Wohnungen geführt und dann ist zum Beispiel Phase 1 Küche und Schlafzimmer, Phase 2 ist Wohnzimmer und Flur und Phase 3 ist Kinderzimmer und Klo. Sucht euch was aus. Und eventuell sind alle drei Phasen noch am E-Herd angeschlossen. Irgendwie so. Ja? Sind auf jeden Fall unterschiedlicher. Deswegen ist es übrigens auch wichtig, wenn ihr euch einen Hausspeicher kauft, einen richtigen Hausspeicher, jetzt mal unabhängig vom Balkonkraftwerk, einen richtigen Hausspeicher, dass ihr dann einen habt, der bei Stromausfall auch funktioniert, der ein Inselnetz aufbauen kann, einen, der dreiphasig funktioniert, weil ansonsten müsst ihr euch aussuchen, welche Phase ihr anklemmen lasst. Gibt auch welche, die können ein Inselnetz aufbauen, aber nur einphasig, 3000 Watt. Und dann kannst du es zum Beispiel an die Küche anschließen lassen. Da geht es sozusagen beim Blackout oder beim Brownout oder beim Stromausfall nimmt die Küche, aber zum Beispiel nicht das Wohnzimmer. Ist ja nur eine Phase. Okay, aber zurück zur Userfrage. Wir haben jetzt das Balkonkraftwerk, sagen wir, im Wohnzimmer angeschlossen und das Ding liefert über Mittag die vollen 600 Watt oder vielleicht ja demnächst auch 800 Watt, wenn es das Gesetz endlich mal weiterbringt und in der Küche wird verbraucht. Habe ich da jetzt ein Problem? Kriege ich da Ärger? Nein. In Deutschland ist das so, dass die Stromzähler bilanziert sind. Das heißt, ihr habt jetzt mal einen schwachen Verbraucher in der Küche, einen 800 Watt Verbraucher, was weiß ich, einen sehr gemütlichen Wasserkocher, irgend sowas. Und das Balkonkraftwerk macht auch 800 Watt. Dann misst der Stromzähler auf der einen Phase 800 Watt geht rein, auf der anderen Phase 800 Watt geht raus, Bilanz 0. Das reicht dann schon. Natürlich, es gibt noch so ganz, ganz alte, also die digitalen sowieso alle nicht mehr und die Ferraris-Zähler sind eigentlich auch alle bilanziert. Es gibt wohl aber auch einige alte Modelle, die nicht bilanziert sind, dann wäre es blöd. Aber in der Regel sollte es so sein, dass das eigentlich immer alles bilanziert ist. Also wenn ihr noch so einen richtig alten Schinken habt, so ein richtig altes Haus, dann schaut mal, was der Stromzähler tut. Eigentlich sollte er sich dann nicht drehen. Ja, aber es gibt natürlich die Regel von der Ausnahme. Das ist ja jetzt alles nicht das Thema. Das soll vorkommen. Ja, grundsätzlich ist das aber so, dass der digitale Stromzähler halt eine Rücklaufsperre hat. Also sagen wir mal, ihr seid in der Arbeit. Das ist ja auch immer das Problem. Deswegen sage ich zu den Leuten auch immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht eine Ost-West-Anlage. Weil, wann seid ihr zu Hause? Ja, früh und Abend. Mittags bin ich arbeiten. Also ich habe früh 300 Watt, abends 300 Watt oder früh 400 Watt, abends 400 Watt. Sonst ist es natürlich so, über die Mittagssonne würdet ihr dann die 600 Watt erzeugen. Eure Wohnung verbraucht nur 150 Watt, alles so typischen Standby-Verbräuche. Und den Rest schenkt ihr dem Netzbetreiber, weil sich der Stromzähler nicht rückwärts dreht. Es sei denn, ihr habt einen von den ganz, ganz seltenen Tarifen, wo euch das bezahlt wird. Aber das ist eher, weiß ich nicht, schreibt das mal in die Kommentare, falls das einer hat. Das würde mich echt sehr interessieren. Aber grundsätzlich ist das nicht so. Wir haben hier übrigens schon so ein Teil. Die müssen hier auch ganz schön umeinander gebastelt haben. Also der hier gewohnt hat früher, der muss irgendwie was mit Elektrik gewesen sein. Der hat hier auch VDE-Bücher, habe ich gefunden, und Anleitungen, wie man alles ordentlich macht und so. Alles ganz fein verlegt. Wir sind also da schon ausgerüstet, da habe ich überhaupt gar keine Probleme. Aber wenn ihr noch einen Ferraris-Zähler habt, dann ist der hoffentlich auch bilanziert und dann habt ihr gar keine Probleme. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.